das, was der Christian so wunderbar referiert hat und uns nahegebracht hat, beschäftigt ja mich seit vielen, vielen Jahren. Aus dem heraus habe ich ja auch dieses Produkt auf den Markt gebracht. Es geht mir aber heute nicht um den Pipeliner, der kommt hier nicht vor, sondern es geht um die Veränderung des Sales. Ich glaube, wir sind in einem neuen Zeitalter. Wir haben gestern einen sehr netten Abend gehabt, ein Abendessen, und da hat einer unserer Freunde uns gesagt, es gibt immer ganz wenige Epochen im Leben, wo es große Umbrüche gibt. Und diese Umbrüche waren einmal die industrielle Revolution, wo wirklich Vermögen geschaffen wurde. Wir leben erstmalig wieder in einer neuen Zeit. Glauben Sie mir, wir leben in einer der größten Umbrüche, die es gibt. Und ich nehme Sie jetzt mit in einer dieser Umbrüche und sage, was kommt next. Sie müssen mir verzeihen, ich bin durch diese Sprachveränderungen, die ich selbst erlebe, und dass im Sales es auch sehr schwierig ist, das wirklich zu transkribieren, alles ins Deutsche. Viele Anglizisten werden Sie heute bekommen, verzeihen Sie mir das, es ist nicht alles wirklich so zu übersetzen. Ich spreche heute über 6 globale Trends im Marketing und Sales, die wirklich entscheidend Dinge verändern werden. Sie kennen vielleicht diesen Spruch von Heraklit, die einzige Konstante ist die Veränderung, auch wenn das vielleicht hier in Österreich nicht so ganz der Fall ist. Hier versucht man ja ein bisschen diese Konstante zu eliminieren, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Um was es wirklich geht. Alles wird schneller und alles wird wirklich komplizierter, komplexer. Unternehmen arbeiten heute in einer wissensbasierten, letzten Endes, Wirtschaft. Und was bedeutet das? Was bedeutet das wirklich, unabhängig von den Produkten, unabhängig von der Positionierung? Man ist heute ausgesetzt einem beispiellosen Wettbewerb. So etwas hat es noch nie gegeben und der wird noch viel mehr und viel effektiver werden. Auch der wird Österreich irgendwann einmal treffen und wird eigentlich hier eine große Veränderung bewirken. Die komplexen Methoden der Kommunikation haben zugenommen und werden uns herausfordern, mit dem umzugehen. Ich habe hier genommen ein Zitat von der neuen CEO von IBM und ich denke, hier wird eigentlich das ausgedrückt, was wir erleben gerade. Es ist eigentlich das Area of You. Das heißt, das Individuum wird in den Mittelpunkt gestellt in fast allen Dingen und wir müssen diesem Individuum eigentlich eine Dienstleistung nahebringen und das geht eigentlich nur mehr über die Technik, auf das ich da näher eingehe. Wir haben das jetzt gerade vorher gehört. 1,5 Milliarden Menschen haben ein Smartphone. Machen wir wirklich noch einmal eine Überprüfung. Wer hat kein Smartphone? Das heißt, wir sind bei ungefähr 98%. Interessant ist, es gibt eine Statistik, im Jahr 2020 wird es 2,5 Milliarden Smartphones geben. Tablet PC. Das heißt, das Wachstum geht in die Richtung, Sie sehen, etwas, was unglaublich ist, dieser Austausch nimmt immer mehr und mehr zu. Der Alltag bestimmt, ich habe hier absichtlich nicht meinen Sohn genommen, der auch letzten Endes mit diesen Geräten aufwächst. Sie würden nicht glauben, er schaut sich mit fünf Jahren gewisse Dokumentationen am iPad oder am iPhone an, die aber in die Richtung gehen, wie die Titanic gesunken ist, weil ihm das interessiert. Dieser digitale Datenfluss geht in ihm auf und verändert auch seinen Lernprozess. Dieser Lernprozess ist ein neuer. Ich glaube, wir werden ganz neue Dinge erleben und diese Dinge verändern. Technologie ist fast überall. Nicht nur, was jetzt Google macht, sondern sie durchdringt alle Lebensbereiche. Die Frage wird sein, wo wird das Ende sein? Wo wird die Gesellschaft sagen, kann die Technologie auch unter die Haut gehen? Das heißt, wird sie vielleicht eines Tages in Gelenken sein? Wird sie vielleicht eines Tages sein in verschiedenen Organen, vielleicht sogar drinnen, die sie neu bekommen als Ersatzteillager? Die Frage wird sein, wo ist der Halt? Wo werden wir sagen, Technologie wird einfach hier nicht grundlegend alle Lebensbereiche durchdringen, aber es ist momentan der Weg. Das heißt, das verändert sich. Was bedeutet das für Marketing und Sales? Was sind diese wirklichen untrennbaren Dinge, die miteinander kommen?
Früher war Marketing und Sales eigentlich fast wie ein Kellner und ein Koch, ein bisschen in einer Konkurrenz immer. Der eine hat den anderen immer die Schuld zugeschoben. Wenn Sales nicht genug Leads bekommen hat, dann war Marketing schuld, weil eigentlich Marketing hat nicht gut genug Leads produziert. Wenn die Zahlen nicht gestimmt hat, hat Marketing gesagt, na, das Sales hat das nicht ordentlich abschließen können. Und so hat man hin und her den Ball geschoben. Das funktioniert heute nicht mehr. Warum? Das erste und entscheidende ist der Prozess. Sie müssen diesen Prozess, den ich hier aufgezeigt habe, ein klassischer Prozess wirklich durchspielen. Sie können diese Dinge im Prozess nicht mehr im Kopf behalten. Das Userverhalten, ja? All diese Dinge, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen durchgehen kann, sehen Sie, hat eine Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit, die Sie haben, müssen Sie in einer gewissen Form ja widerspiegeln können, darstellen. Das nächste ist, was sich wirklich unterscheidet in der Zukunft ist, ist das eine Synthese, die wir heute erleben zwischen B2B und B2C oder ist das etwas, das sich völlig in zwei verschiedene Richtungen entwickelt? Wir sehen heute, dass der automatisierte Prozess immer mehr und mehr zunimmt. Ich nehme an, fast alle, meinem Vorredner zu bleiben, Christian, im Sinne von 100%, ich glaube auch in diesem Raum fast 100% haben bereits ein Buch oder irgendein anderes Produkt bei Amazon gekauft. Wer nicht? Wir haben hier die Bestätigung, das heißt, Sie alle haben schon bei Amazon etwas gekauft. Wie viele von Ihnen haben hier ein direktes Gespräch mit einem Sales Agent gehabt? Wir kaufen und haben eigentlich letzten Endes überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr. Das wird sich immer mehr und mehr durchziehen. Der gegenläufige Prozess ist im B2B komplett. Es gibt den neuen Knowledge Worker. Das heißt, der Prozess ändert sich komplett für B2B. Alles bestimmt eigentlich letzten Endes die Vorbereitung, die in die Richtung geht von Content-Marketing. Werbung im herkömmlichen Sinn ist vorbei. Sie sehen hier eine Grafik. Man nennt das eigentlich im Sinne von Link-Building. Das ist in dem Sinn die rote Linie. Das heißt, Sie versuchen hier eigentlich Backlinks klassisch zu kreieren. Was wirklich entscheidend ist, ist aber, welchen Content Sie produzieren für die Marketing-Leute, die in diesem Bereich vielleicht auch schon tätig sind. Und Sie sehen hier eigentlich letzten Endes, wo alles hinführt. Es geht in dem Bereich eigentlich von den Algorithmen, die heute gemacht werden, inwieweit Sie eigentlich hier wirklich engagiert sind. Das heißt, wenn Sie hier eine Datenflut haben, wo Sie sehen, dass Menschen engagiert sind, wird das eine große Veränderung bringen. Ich gebe Ihnen hier einen Live-Ding. Das heißt, ich konnte es einfach klar zeigen. Wir haben hier eine Marketing-Plattform, die integriert ist und die zeigt Ihnen, dass Sales und Marketing so stark ineinander greift. Das sind die klassischen Marketing-Automation-Tools, die alles tracken. Da sind wir wieder beim User-Profil, der genau weiß, wie Sie sich verhalten. Das heißt, in der Ausgangssituation wissen Sie genau eigentlich, wie schaut dieser User aus. Das ist hier ein Tracking von einem unserer Systeme. Und wenn ich da ganz kurz eigentlich hineingehe und das wirklich selber anklicke, so bin ich jetzt live drinnen. Das ist live. Ja. Das heißt, ich kann hier jetzt hineingehen, Sie sehen hier, und kann hier direkt im System schauen, wo kommt der Organic Search zusammen, wo sind die Search-Algorithmen, die eigentlich das ausmachen. Ich kann hinübergehen und kann sagen, okay, ich möchte eigentlich hier jetzt näher wissen im Bereich eigentlich der Leads-Beschaffungen, das sind meine Leads, die über die E-Books runtergeladen werden und einige von Ihnen haben ja das Angebot wahrgenommen, damit sind Sie auch bei uns getrackt. Sie haben, glaube ich, insgesamt waren es, glaube ich, 80 Leute im Zeitraum der Einladung für diese Veranstaltung, die ein E-Book gratis runtergeladen haben, weil wir Content zur Verfügung stellen. Und das ist der Weg, wie das eigentlich heute umgesetzt wird. Wir haben am, ich gehe da weiter. Ja. Einen Bereich, was das B2B und ich möchte da näher darauf eingehen,
Was den B2B-Bereich betrifft, eigentlich im Sales eine große Veränderung, die vor 20 Jahren eigentlich Solution Selling hervorgebracht haben. Und Solution Selling ist eigentlich heute nicht mehr en vogue, sondern es gibt einen viel komplexeren Shift eigentlich in der Hinsicht. Und da sind wir wieder dort, was wir auch schon vorher gehört haben. Es geht hier eigentlich um Grown-up-Conversation mit dem wirklichen Zielpublikum zu haben, mit dem ich eigentlich in Kontakt treten will. Und was bedeutet das? Dass ich eigentlich hier jemanden habe und mit dem ich auf Augenhöhe kommuniziere. Wie funktioniert denn das? Und deswegen braucht es für den Sales einen Mindset-Change, neue Rollen. Die Sales-Mitarbeiter sind eigentlich heute nicht mehr für das ausgerüstet, ausgebildet und deswegen braucht es diese Veränderung. Und ich sage einmal, das Erste, was es braucht, ist einen Rollen-Change. Ich habe hier drei Rollen genommen. Sie würden die sicher nicht mit einem Sales-Mitarbeiter eigentlich assoziieren, aber ich sage Ihnen, das ist das Entscheidende. Das Erste ist, Sie haben einen Sales-Mitarbeiter, der ist auch ein Seiltänzer. Warum? Er lebt eigentlich, wissen Sie, dass 90% sicher auch wieder nicht in Österreich, aber 90% aller Sales-Mitarbeiter leben auf Commission in der Welt. Das ist Risiko, Risiko pur. Das geht manchmal so weit, so extrem, dass Sie eigentlich hier Gefährdungen in einem gewissen Bereich haben Ihrer Existenz, wenn Sie die Quota nicht erfüllen, wenn Sie hier eigentlich leer ausgehen. Ich weiß, in Österreich, wie schon vorher gesagt, ticken die Uhren anders. Hier hat man wahrscheinlich eine 95% Base Salary, also Grundgehalt und 5% Commission, aber auf den Rest der Welt ist es ein bisschen anders. Heute brauchen Sie auch diese Haltung oder diesen Mut eigentlich in Dinge hineinspringen. Sie haben einen Fallschirm, aber der Fallschirm ist trotzdem ein Risiko, hinauszuspringen und hier eigentlich wirklich dieses Risiko zu nehmen. Und Sie müssen es wirklich lernen, mit der Welle mitzuschwimmen, weil der Kunde ist eigentlich so schnell unterwegs, dass Sie gar nicht so lange Zeit haben, wenn der gerade die Wellenbewegung hat, dass Sie auf dieser Welle mit ihm sind und lernen. Ein Verhalten, das der Sales heute lernen muss, dieses Mindset zu ändern. Es kann aber auch zu viel sein. Ja, Sie können hier ein bisschen übercommitted sein. Ich glaube, der Herr, der hier seine Tätigkeit ausübt, hat ein bisschen zu viel in diesem Bereich. Aber entscheidend ist, dass Sie eigentlich nicht etwas verkaufen, was nachher in der Hinsicht nicht gut kommt. Ich sage immer, es gibt sehr viele Leute, die haben relativ viel im Schaukasten, aber wenig dann, wenn man ins Geschäft reinkommt. Das wird heute auch sträflich eigentlich bestraft. Glauben Sie, in wie vielen Kunden eigentlich das kotieren, wenn Sie so einen Hamburger dann anbieten? Sales wird meistens nur mit einer Rolle identifiziert. Das ist letzten Endes der klassische Autoverkäufer, der kommt und sie über den Tisch zieht. Sales ist aber ganz etwas anderes. Wir haben verschiedene Rollen und die Frage ist, wie effizient ist man in seiner Rolle? Wir haben hier den klassischen Hunter, der rausgeht und eigentlich Neugeschäft schafft. Sie haben den klassischen Farmer, der eigentlich Account Management macht, der schaut, dass das Account wirklich gut geführt wird, dass der betreut wird. Sie haben den Spezialisten oder die Spezialistin, die kommt herein und eigentlich letzten Endes ein kurzes Gespräch führt. Ich bin vorige Woche oder vor ein paar Tagen gewesen auf einem Flug von Los Angeles nach Tampa nach Florida und neben mir ist dann ein Herr gesessen und wir haben das Flugzeug wechseln müssen, weil einer der Engine kaputt war und dann ist der wieder neben mir gesessen und dann wie gefragt, erzähl mir, was machst du, weil das gibt es gar nicht, dass man nach einem Flugzeug-Change dann wieder nebeneinander sitzt und er hat dann gesagt, seine Geschichte war, er war eigentlich letzten Endes ein Spezialist im medizinischen Bereich und er ist nur hereingeflogen worden nach Tampa in Florida für 5 Minuten für 2 Tage Reise. Warum? Weil er musste in diesem Spital, diesen Herzchirurgen oder so etwas, einfach beweisen als der Spezialist, dass das wirklich ist, weil man eben im Vertrauen zu den anderen Sales-Mitarbeitern, denen nicht genug vertraut hat und deswegen hat man den eingeflogen und der Spezialist ist gekommen. Wie effizient sind Sie in Ihrer Rolle? Und Sie haben dann eigentlich den Prospector, der vorne ist, der eigentlich erst Kunden überhaupt akquiriert, bevor eigentlich ein Sales wirklich aktiv ist. Frage: Effizienz im Sinne von welcher Rolle, in welcher Rolle sind Sie tätig, in welcher Rolle bist du tätig, was kannst du und bist du auch da richtig eingesetzt, bevor der Captain kommt, der dann das Schiff leitet und letzten Endes hier eine wahnsinnig wichtige Aufgabe hat, dieses Team richtig zu führen. Aus dem heraus ist die Frage, was ist der neue Sales-Mitarbeiter und wie schaut der aus, was muss der können?
Gehen wir in die Tiefe ein bisschen. Alles geht um die Ausbildung, um die Bildung des Kunden. Das ist das Entscheidende. Warum? Weil der Käufer ist heute besser informiert als je zuvor. Vielleicht geht es Ihnen genauso. Sie tun sich ja, wenn Sie ein neues Auto kaufen, letzten Endes vorinformieren. Sie wissen wahrscheinlich bessere Daten über das Auto, wenn Sie zu dem jeweiligen Hersteller hinfahren bereits, was dieses Auto kann, was Sie haben wollen. Das heißt, Sie sind heute bestens informiert. Deswegen muss der Nutzen, den Sie stiften, ein größerer sein. Und das geht in diese Richtung. Und ich habe ein Zitat genommen von Elon Musk, einer der Pioniere und ein sensationeller Unternehmer, der gesagt hat, es soll nicht nur um das Lösen von Problemen gehen, sondern es soll gerade das Inspirieren, Begeistern gehen von neuen Dingen. Das heißt, Sie müssen den Kunden aufzeigen, neue Ideen, neue Perspektiven. Das ist der große Unterschied. Also noch einmal vielleicht zur Vertiefung. In den alten Mustern im Verkauf war es so, Sie haben eine Lösung gehabt. Sie sind bestens geschult worden über das Produkt, das Sie gehabt haben oder haben und das Sie verkaufen. Sie waren der Beste in Ihrem Bereich, Sie sind hingegangen und haben das Problem des Kunden identifiziert und haben gesagt, lieber Kunde, hier hast du dein Problem, hier ist unsere Lösung und wir bringen das zusammen. Das ist Schnee von gestern. Warum? Weil der Kunde kennt sein Problem, er sucht schon herum, er hat schon eigentlich im Kopf, was ihn damit beschäftigt und jetzt müssen Sie einen Mehrwert schaffen. Der Mehrwert ist aber in welcher Richtung? Er geht in die Richtung, dass Sie sich beschäftigen, was könnte für diesen Kunden ein Mehrwert sein, indem ich eine Lösung für ihn finde, für ein Problem, das er selbst noch nicht erkannt hat, um sein Wachstum zu beschleunigen. Verstehen Sie? Das ist der große Umbruchprozess. Und das bedeutet, dass Sales in einen Knowledge-Bereich hineinkommt, dass Sie nicht nur wie früher eine perfekte Produktschulung bekommen haben und sich mit dem beschäftigt haben und die Probleme Ihrer Zielgruppe in den Vertical Markets, wo Sie vielleicht tätig sind, genau kennen. Das ist der Anfang. Ja? Aus dem heraus müssen Sie helfen, den Kunden die Spaghetti zu entwirren. Weil der sieht das nicht mehr. Es ist alles so komplex geworden. Diese Komplexität nimmt immer mehr und mehr zu. Deswegen ist B2B ein Consulting-Bereich. Es geht um die neuen Know-hows. Und hier ist die Frage, lernen von den Besten. Gehen wir mal durch, was ist die Eintrittshürde, die Sie nehmen müssen. Das erste ist einmal, die Bedürfnisse des Kunden wirklich kennen. Das ist eigentlich letztendlich die Eintrittshürde, die wir gesagt haben. Eine überzeugende Lösung schaffen und vermitteln und dem Kunden zuhören auf der persönlichen Ebene, auf der menschlichen Ebene. Und ich habe hier ein Bild genommen von zwei Exoten, die miteinander lernen. Und so ist es manchmal wirklich in einer Kundenbeziehung. Sie haben plötzlich ganz jemanden anderen vor sich und müssen hier eine Beziehung herstellen. Auf einer persönlichen Ebene. Das ist aber der Eintritt. Das ist der Eintritt. Dann geht es darum, dass Sie durch diese Lösung, die Sie haben, eigentlich dass, die beste Wahl dem Kunden zeigen müssen, dass er sich für die beste Wahl Ihres Produktes, Ihrer Lösung entschieden hat. Sie überzeugen ihn dadurch, dass das Risiko Sie minimieren und dadurch eigentlich mit ihm gemeinsam zusammenarbeiten, einfach zu kaufen sind und letztendlich kollaborieren. Wir haben ein neues Service bei uns in L.A., das ist dieser Mustard, dieser Pink. Das machen dann die Leute, sie tun das vorne beim Auto dann draufsetzen und in dem Moment, wenn der das vorne drauf hat, heißt das, sie können dieses über eine App dieses Taxi nehmen und sie können mit dem mitfahren und haben eine Mitfahrgelegenheit. Sie kollaborieren hier in einer ganz neuen Form. Auf einmal schnallt er sich das vorne drauf und in dem Moment, wo sie das haben, können sie dann einfach diesen Weg mitgehen. Ganz neue, ganz würde ich sagen, neue Zugänge. Das heißt, fünfter Punkt, Sales braucht letzten Endes einen ganz anderen Managementbereich als in den alten Tagen. Es geht hier nicht mehr um Zahlen, die Sie managen. Es geht eigentlich letzten Endes nicht mehr um die Prozesse, die Sie nur optimieren, sondern Sie müssen Ihren Sales letzten Endes wirklich unter die Arme greifen und wie ein Mentor diese Menschen unterstützen. In dem Bereich nämlich des Imagewandels.
Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten vor relativ vielen jungen Menschen und habe in der Gruppe gefragt, es möge jemand aufzeichnen, wer möchte von Ihnen im Bereich gehen CMO, also Marketing-Spezialist. Ja, das waren ungefähr 30-40%. Wer möchte in die Technik gehen? Wer möchte vielleicht eigentlich in den Finanzbereich CFO gehen? Und am Ende habe ich dann gefragt, wie viele von Ihnen, die im Raum sind, würden denn gerne eigentlich Sales Director, VP Sales werden? Schätzen Sie, wie viel Prozent waren das? Sie sind sehr pessimistisch, es waren ungefähr 2-3%. Es kommt noch dazu, letzten Endes, dass das Image eines klassischen Sales-Mitarbeiters, und das ist einer der bekanntesten Bücherautoren in Amerika, relativ negativ ist. Das heißt, Sie müssen den Sales-Mitarbeiter helfen, ein Vorbild, ein Rollenmodell umzusetzen, das einen Nutzen bringt. Sie kennen vielleicht den Herrn hier auf der Wand, Richard Branson, der hier nicht nur sich verkleidet hat aus Gag, sondern einfach der zeigt ein Rollenbild, das man durchbrechen muss, dass man hier eigentlich neu wird, um hier Führung, Mentoring, beständige Ausbildung und einen neuen Zugang zu schaffen. Und entscheidend ist es auch, dass Sie diese Qualität in den Sales mit hineinbekommen, dass Sie hier wirklich helfen, dem Sales in diesem Bereich eigentlich diese Qualität, diese, würde ich sagen, eben Porsche-Qualität zu bekommen für die Verkaufspräsentationen, für die Abschlüsse, für das Account-Management. Es sind enorme Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und wenn Sie diese Qualität hier nicht haben, dann wird es relativ schwierig sein, eigentlich das umzusetzen. Aus dem heraus, mein letzter Punkt, ist das Entscheidende, Leute kaufen Sie. Die große Veränderung, und das ist die gegenläufige Trend, auf der einen Seite haben wir im B2C-Bereich eine völlige Automatisierung, wie wir gesehen haben, Sie haben keinen persönlichen Kontakt. Im B2B-Bereich plötzlich ist der einzelne Sales-Verkäufer, der Sales-Mitarbeiter im Vordergrund und er ist die entscheidende Person. Ich habe Ihnen zwei Bücher aufgeschrieben hier, die Bestseller sind in Amerika, die alle Verkaufszahlen schlagen. Das eine ist der Daniel Pink, da haben Sie vorher das eine Bild auch schon gesehen, To Sell is Human, der auch selbst in Amerika sagt, Sales ist eigentlich letzten Endes das Wichtigste. Und der Chad Plant, der eigentlich hier diesen Titel geprägt hat. Was bedeutet denn das? Was heißt es denn, authentisch kompetent zu sein? Was bedeutet es, dass Sie eine vollkommene Umänderung eigentlich einer inneren Haltung brauchen? Probleme lösen, Vertrauen aufbauen, emotional positiv besetzt sein müssen und vor allem eine emotional positive Erfahrung herstellen müssen. Wir machen so eine kleine Videoserie, eine Comicserie, die eigentlich irgendwie das aufzeigt in den viralen Netzen. Das ist, es kommt sehr gut an und ich glaube, da geht es darum, einfach zu zeigen, Sie müssen wissen, wer Ihr Kunde ist, wie Sie den ansprechen, was Sie eigentlich hier vermitteln wollen. Und hier kommt der letzte Punkt, das ist eben, was hat das Ganze eigentlich mit der Austrian School of Economics zu tun? Und vielleicht kennen Sie diesen Herrn hier oben, das ist der Karl Menger. Der Karl Menger hat eigentlich die österreichische Schule 1872 gegründet durch sein federführendes Werk, wo er die erste säkulare Nationalökonomie geschrieben hat. Und er hat in der hingeschrieben, dass Handel das Wichtigste ist und das Handel eigentlich einen Nutzen stiftet. Und diesen Nutzen, den Sie stiften, hat etwas damit zu tun, dass Sie hier im Verkauf eigentlich jemanden ein Produkt nahebringen und dieser kauft dieses Produkt. In dem Moment, wo Sie mit jemandem in einem Handel sind und einen Mehrwert schaffen, ist es relativ eigentlich schwierig, mit diesen Menschen dann in einem Streit auszuarten. Hier eigentlich letzten Endes, Technik ist weg, kurz, macht nichts. Macht nichts, ja? Braucht kein Mikrofon, geht schon. Das Entscheidende ist, ich bin vor kurzem gesessen und da ist mir das so bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, einen Mehrwert zu stiften, wenn ich in einem Austausch bin. Und wissen Sie, das ist, glaube ich, eine wunderschöne Botschaft auch für Weihnachten. Sie stiften einen Mehrwert, wenn Sie im Handel tätig sind. Das heißt,
In dem Moment, wo sie diesen Mehrwert stiften und letzten Endes jemanden anders etwas weitergeben, sind sie hier in einer, wie Menger das sagt, friedensstiftenden Mission unterwegs. Das heißt eigentlich, man könnte sagen, Sales-Mitarbeiter sind Friedensstifter. Das ist eigentlich eine wunderschöne Botschaft, die wir gerade zu Weihnachten ja auch hier umsetzen können. Aus dem heraus habe ich zwei Zitate genommen, die eines, das Sie vielleicht wirklich kennen, von einem, der gerade verstorben ist, der gesagt hat, it always seems impossible until it's done. Und die Frage ist eben, was ist für Sie eigentlich möglich? Wie können Sie hier neue Wege begehen? Und das andere ist, es ist eine Entscheidung, die zu treffen ist, die Sie auch jetzt treffen müssen. Und was mir sehr gefällt, ist in dem Sinn, es geht darum, eigentlich weiterzugehen. Es geht darum, eigentlich den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn man das so sagt, wie er hier gesagt hat, if you can't fly, then run, and if you can run, walk, and if you can't walk, growl, but by all means, me moving, dann ist es die Frage Ihrer Entscheidung, eigentlich dieses neue Zeitalter aufzubrechen, hineinzugehen und diese Dinge wirklich zu lernen. Und ich glaube, hier in Österreich durchzubrechen, ist einfach immer wieder das Schwierige, weil wir hier ein Muster haben, das einfach in dieser gewohnten Form eigentlich relativ erfolgreich ist. Aber wir haben halt ein sehr kleines Land und dieses kleine Land ist sehr überschaubar. Und deswegen sind die Prozesse, die weltweit sich gerade abspielen, meistens nicht da, dass sie sich wirklich so schnell durchbrechen, wie es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Mit dem möchte ich Sie gerne entlassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie heute einiges mitnehmen konnten.